Ja, ich bin's wieder. Also, das Drehbuch ist jetzt mittlerweile aufgeteilt in verschiedene Kurzfilme. Neben mir sitzt jetzt Georg Kröchenick, bekannt aus Space Tours Mission Eva. Er hat die Doppelrolle gespielt, Ed Wood und Vincent Price. Er war schon bei Space Tours meine erste Ansprechperson in Bezug auf wen könnte man besetzen, wo könnte man was drehen. Das werden wir heute gemütlich durchgehen. Ich fürchte, es wird dann im Laufe der Produktion noch wesentlich höherer Stapel werden. Ja, Georg, was hat dich überzeugt, diesmal wieder mit an Bord zu sein? Tja, das Thema ist einfach gut. Es werden viele verschiedene Bereiche angesprochen, die einfach bis zum Himmel stinken. Ganz besonders gefällt mir drin die längere Sequenz mit dem Anwalt, weil ich einfach das immer öfters merke, auch im Kulturbereich leider Gottes bei uns, dass wir da auf amerikanische Verhältnisse zutriften, wo man einfach wahrscheinlich in Zukunft keine Wurstzwiebeln mehr kaufen kann, ohne dass man einen Anwalt dabei hat. Und ja, das geht aber in einem Film verarbeitet und zwar in konzentrierter Form. Das gefällt mir. Ja, ich würde sagen, wir werden es jetzt angehen. Einfach einmal, das ist jetzt die Kurzzusammenfassung, so was wir an Leuten und Location noch brauchen. Ja, wird eine lange Nacht. Klassiker. Anruf von Hollywood, schau. Servus, Steven Spielberg.